Hey, was geht's, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush. Wir gehen dann zurück bei Let's Play Octopath Traveler 1 für Nintendo Switch. Wir machen weiter mit den geheimen Pfad und ich glaube, wir haben schon das so ziemlich das Ende erreicht, denn wir wollen nämlich einen der Männer jetzt hier vorfinden, welcher. Ich kann. Oh, zumindest den hier schwächen. Denn dort werden wir jetzt es mit einem der Männer zu tun bekommen, der das Krähenzeichen trägt. Shit. Was? Primrose ist. Oh, scheiße. Gut, bloß gut, dass sie eine Fehlüberlebensfähigkeit, eine automatische hat. Ah. Jetzt sind wir blind hier. Das heißt, die Angriffe können leichter daneben gehen hier. Ja, toll. Selbst Treasure. Aber die haben wir schon gebrochen. Come on, lass beide Angriffe treffen! Mann! Oh, warte. Feuersturm. Ach, come on. Alle leben noch. Reicht's aber. Pfeilhagel. Lass zumindest zwei Pfeile ihn hier treffen. Sehr schön. Nein. Da doch. Hält eine stärkere Nacht oder ein. Ja, da lebt er noch. Ja, ich könnte jetzt die Level-Ups gut gebrauchen hier. So, weg mit dir. Kann ich ihn... Ach, come on. Hat dir nur noch ein einziger kleiner Angriff gefehlt. Okay, zwei Level-Ups immerhin. Primrose und Cyrus. Das ist immerhin was. Ich glaube, ich möchte noch... Hier gibt es also keinen Versteck... keinen Händler, der mir hier Gegenstände anbieten könnte, ja. Ich glaube, ab diesem Kapitel hier wird es eh nicht mehr notwendig hier. So. So, wir kommen langsam näher. Wie viel Erfahrung braucht er noch? Er braucht noch viel zu viel. Ich würde sagen, Firion, lass ich noch ein Level A hochsteigen hier. Es müssen aber noch mindestens zwei Kämpfe sein. Zwei, drei Kämpfe. Gut. Mehr Schwächen. Das bricht die beiden hier. Schon mal garantiert. Und jetzt noch hier. Diesmal bitte triff, mein Freund. Beide. So sieht's aus. So soll's sein. Und auch ihn hier brechen. Und jetzt gehen wir volle Pulle ab hier. Aber sowas von
so gut wir jetzt können. Wieder mit Gesundheit stehlen. Das ist risikoreich, aber ich möchte mal zumindest Erfahrungspunkte gewinnen, dass es nur ein einziger Angriff, also ein einziger Kampf notwendig ist. Ah, shit. Das ging schief, leider. Aber zumindest schlaft ein Gegner noch zusätzlich. Das machen wir auf den. Ich will eigentlich analysieren, aber es wäre zu riskant. Lass mal's. Wenn wir nochmal diesen Gegner treffen, dann. Wird man dann als auch seine letzte Schwäche feststellen können. Und weg. Yes. Ja, müssen mindestens noch zwei weitere Kämpfe sein. Schade, dass Primrose so nur so zufallsbit, also wirklich so random ist. Ob man jetzt eine Erfahrungsmultiplikator bekommt oder nicht. Oder ein Multiplikator für die Jobpunkte. Oh man. Aber das sind diesmal zwei gleiche. Ich bräuchte dafür einen Donnerseenstein. So. Das kriegst du zurück. Oh, wenn ich schon dabei bin, spende ich BP. So kann sie gleich mit ihrer Tanzfertigkeit voll abgehen. Während der Anmut mit vier Effekten. What? Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ich beschwere mich auch darüber nicht. Das war schon krass. OMG. Ruft einfach ein Monster herbei, das gleich 9000 Damage macht. Also knapp 10.000 Damage. Alter, wenn es ein Bossgegner gewesen wäre, der wäre schon fast kaputt gewesen. Sowas kann auch passieren. Ich meine, wir hatten auch das extreme Glück, so viele Jobpunkte beim letzten Bosskampf zu haben. Ist leider nicht der Gegner, den ich gesucht hätte. Ja, toll. Boah, will er jetzt echt alle blenden, oder was? Aber sowas geht eigentlich nicht daneben, ne? Kann's auch gar nicht. Hm. Ich habe leider keine Wind. Ach, ich brauche einen Windseelenstein. Ach, na toll, habe ich jetzt noch nicht mal mehr, ne? Nö, habe ich nicht. Jetzt kann ich die ganzen verfickten. Kann ich die ganzen Krähen hier. Oder. Diese ganzen Raben hier gar nicht. Brechen. Ich kann sie zumindest einfrieren. So nicht wehtut. Was soll es dann? Muss eben Treasure herhalten. So, gib mir doch mal einen Erfahrungspunkte-Boost, bitte. Ja, immerhin, doppelte Erfahrung. Gesundheit. Und das ist der dritte. Das deckt sich leider nicht. Es bleibt halt nur bei doppelter Erfahrungspunkte. Mich wär's lieber, ich hätte vielleicht fünffache Erfahrungspunkte noch bekommen können. Tja, ja, Pech gehabt, würde ich mal sagen, ne? Ich glaube, damit werde ich leider nicht treffen, ne? Ah, doch, getroffen. Nice. Ja, Schneesturm. Nice. Hat gut
Damage gemacht. Und weg. So, Zeit für den Boss. Jetzt sind wir bereit. Mit ihm aufzuräumen. Aber vorher heilen wir uns noch ein bisschen. Oh, wir haben aber nur noch sehr wenig, ein Ring der Pflaumen. Okay. Wir sind alle topfit und bereit. Also gut, einmal los. Oha. Da müssen die Gemächer sein. Gibt es noch Monster? Ist es so rot leuchtet oder ist es auch nur wie bei der einen Höhle? Ich muss mal triggern, ob ich hier Gegner treffe. Nee. Okay, dann mal rein. Die Gemächer. Hey! Das ist ein Krieger an deinem linken Arm. Endlich treffen wir uns wieder. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich diesen Tag herbeigesehnt habe. Sind wir uns schon mal begegnet, meine Dame? Halt, warte, du kommst mir bekannt vor. Habe ich dich nicht irgendwo in einer Wüstenstadt auf der Bühne tanzen sehen? Denke weiter zurück. Ich bin Primrose Azelhart. Primrose Azelhart. Die junge Dame des Hauses Azelhart? Meine Güte, du hast den Zuhause aber weit hinter dir gelassen. Erinnerst du dich jetzt? Erinnerst du dich an mich? An mein Haus? An meinen Vater? Ja, ich erinnere mich sehr gut an ihn. Der Mann wusste, wie man mit einem Schwert umgeht. Und er war kein Dummkopf, er war nicht leicht, ihn zu Fall zu bringen, obgleich es uns gelang. Trotz all seiner Tugenden hatte sich dein Vater zu viele Feinde gemacht. Das ist nicht gesund, weißt du? Welches Verbrechen willst du anlassen? Was hat er getan, um den Tod zu verdienen? Er hat etwas herausgefunden, das er hätte nicht wissen dürfen. Und es fiel meinen Freunden und mir zu, die Dinge wieder unter den Teppich zu kehren. Ich verstehe, bestimmt kennst du das Sprichwort. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ist dem so. Dieser Dolch war immer an meiner Seite. Ich habe ihn nie losgelassen, so wie die Erinnerungen an meinen Vater mich nie losgelassen haben. Er hat mir immer gesagt, dass ich meinem Glauben treu bleiben soll. Dass ich mich ja mich selbst glauben und niemals aufgeben soll, das zu tun, was getan werden muss. Ihr drei, die ihr das Zeichen der Krieger tragt, ich werde euch alle töten! Das ist die einzige Sache, an die ich noch glaube. Das ist der Grund meiner Existenz. Mach dich bereit für dein Schicksal, Krie! Du bist nicht die Erste, die so zu mir spricht. Und ebenso wenig wirst du die Letzte sein. Ich werde dich unter die Erde bringen, so wie alle anderen auch, die vor dir kamen. Ich bin Rufus, der linke Flügel der Krie! Und nun komm, geschätzte Tochter des Hauses Azelhart. Ich werde dich an die Seite deines Vaters befördern. Na, das werden wir ja sehen. Ach du Scheiße, wie sieht der denn aus? Vollkommen muskelgepackt hier. Okay, nächster Bosskampf. Der erste Bosskampf vom zweiten Kapitel.
Probieren wir es mal mit dem Dolch gegen ihn. Aber zuvor werden wir von einem Obsidian-Mitglied angegriffen. Er hat keine Dolchschwäche, obwohl er gegen Primrose antritt, aber das war klar. Autsch. Na schön. Mal sehen, ob eine Finsternisschwäche bevorsteht. Leider nicht. Ich muss da leider experimentieren. Ich hab nichts anderes. Haben wir eine Windschwäche hier? Oh ja, zumindest bei den Anhängern hier. Schwäche ausnutzen. Ja, also ein Critical Hit garantiert, ha? Huh? So ist man mit dem. Ich einen Donner sehen, Stein, ja. Ich würde am liebsten analysieren. Aber ich setze mal Donner ein. Wird sein Schlag. Und zumindest auch seine Verteidigung weiterzubrechen. Es gibt leider keine Fertigkeit, mit der. Was er hinkriegen könnte. Ich glaube, das werde jetzt nichts bringen, das zu nutzen. Probieren wir es mal mit einem Eisseelenstein. Oh ja, eine Eisschwäche haben diese Anhänger. Da haben jede Menge Damage erlitten. Ich glaube, Feuer haben wir auch schon probiert, oder? Die eine Messerschwäche haben? Ja, haben sie! Boah! Hehe, Auge um Auge. Also sie haben eine Dolchschwäche. So, dass ich diese zumindest schon mal breche, alle. So, damit sind die schon mal kein kaum noch ein Problem. Ich werde aber jetzt erstmal hier schnell analysieren, was für eine Schwäche er noch hat. 30.000 Gesundheitspunkte und er hat eine Zauberstabschwäche, natürlich. So. Zeit mal hier. Wieder ein paar Gesundheitspunkte zu stehlen. Und nebenbei einen Haufen Damage zu machen. Bei Primrose hebe ich es mir noch auf. Deswegen setze ich auch hier noch einen starken Eisseenstein ein. So, damit ist einer der Anhänger schon mal weg. Analysieren wir noch mal schnell hier. Okay, er hat eine Lichtschwäche. Ja, ich habe aber jetzt niemanden dabei, der Licht nutzt. Ich muss diesen Anhänger noch erledigen. Jetzt greift er zwar wieder an, aber das passt schon. Deswegen setze ich einen weiteren Seelenstein ein, solange ich die habe, weil ich meine, die gehen ab. Da, jetzt, wo ich weiß, dass er Lichtschwäche hat, mit den Lichtseelensteinen, dann mache ich den auch fertig hier. So, jetzt aber gehen wir richtig ab hier. Voll Stärke mit der Tanzfertigkeit. Wünsche mir Glück, dass keine böse, allzu böse negative Effekte ist. Erfahrungspunkte war zwar nicht schlecht. Und BP noch dazu. Ja, ja. Ja gut, die doppelten Erfahrungspunkte nehme ich. Das ist alles, was für mich zählt. Und die BP noch zusätzlich, die helfen auf jeden Fall. Müssen ein bisschen Schaden mache, um wieder Positionspunkte hinzubekommen. So. Zeit, die letzte Analyse. Eine Speerschwäche. Okay. Autsch. Na, warte.
Tracer geht jetzt ab hier mit dem Speer. Und sorgt dafür, dass er endlich auch hier zusammenbricht. Und jetzt gehen wir wieder richtig ab. Lass mal auch gleich einen heftigen weiteren Seelenstein, also einen weiteren heftigen Seelenstein an. Schattenseelenstein M. Das besonders viel Damage macht. Und Cyrus darf auch hier abgehen. Oh ja, das hätte mehr Schwächen aufgedeckt, aber das passt schon. So. Blitzeinschlag, volle Pulle. Und Primrose. Nein, das lass mal. Auch bei ihr spare ich noch einen Punkt. So, nutze ich den letzten. Oh, ein Feuerseelenstein M. Nutze ich den noch schnell aus. So, ein Tresser. Ich heb mir. Ich muss es auch noch aufheben, weil ich möchte eher generiere heftigsten Angriff noch mal einsetzen können. Das heißt. Auch hierbei wieder. Ein Seelenstein, aber ich habe jetzt, glaube ich, keine starken Seelensteine mehr hier. Leider. Oh doch, einen Schattenseelenstein, einen starken. So, immer feste Truff hier. So. Oh nein, er hat sich wieder erholt. Ich dachte, ich wäre noch... Ah, scheiße. Ah. Tja. Dann heißt es ihn wieder runtersetzen. Sehr schön. Danke. Gehen wir hier ab. Den beiden kann ich leider nicht viel machen. Ich muss einen Lichtseelenstein einsetzen. Genauso wie mit Primrose. Die Schwächen weiter runtersetzen. Und dann sparen wir uns die BP. Immerhin macht er kein... Oh, ja. Aber das kann er schnell wieder vergessen, denn wir werden den Feuer davon abhalten. Und jetzt gehen wir wieder richtig ab hier. Und wenn ich schon dabei bin, während der Armut wieder. Ja. Ah. Okay. Ja, eingeschlafen wurde er trotzdem nicht. Shit. Ja, warte. Shit, dass ich jetzt vergiftet werden musste. What? Was? So lange hält die Vergiftung an? Befehl ganz Beute! Super, dass ich jetzt auch noch vergiftet sein muss. Habe ich hier überhaupt einen Gegenstand, mit dem ich alles heilen kann? Hat leider nur einen einzigen. Ich habe nur zwei davon. Dass ich mehr davon habe. Warte. So, kriege ich noch etwas mehr Geld? Ich muss ihn bald mal erledigen können. Der Phantom, der Gift hier wirkt.
Er ist bald wieder dran. Wie viel braucht er denn noch? Er ist gerade mal maximal im gelben Bereich. Wenn er jetzt wieder abgeht, dann... war es das für mich. Ich brauche eine Giftheilung. Ja, eine direkte Giftheilung, bitte. Dass ich nichts Besseres habe als das. Machen wir das bei ihm genauso, aber es hat nicht geklappt. Shit. Er darf wieder. Autsch. Plinus kann da wirklich gar nichts ausrichten jetzt. Jetzt ist er vergiftet, sehr schön. Was? Plinus ist bewusst? Ach, deswegen denn... Oh, Mann. Wegen der Prügelattacke. So ganz toll. Also, er ist bewusstlos. Ich kann nichts mit ihm machen. Ja, toll, es war klar. Ich muss wieder ein Olive des Lebens verwenden. Wenigstens ist seine Vergiftung jetzt weg. Heilige Scheiße. Treasure, guck sie sich hier einmal an. Voller Buntheiltrauben, come on. So, das geht. Aber er ist so gut wie down. Schade. Oh oh. Come on. Zeigen wir es ihnen. Dass es ordentlich weh tut. Ich hoffe, das sorgt für kein Game Over jetzt. Ach. Na toll. Habe ich wirklich keine gut... wieder nichts Gutes bekommen dadurch. Shit. Okay. Soll das zumindest mal erhöhen. Ich glaube, es sollte ich mal Treasure geben. So. Zumindest das. Ach, Mist. Ich kann wirklich kaum was ausrichten jetzt gerade. Der ist bald wieder dran in der nächsten Runde. Ich kann höchstens einfach mal draufhauen. GP stehlen. Immer feste drauf, so gut es geht. Und jetzt hier. Pfeilhagel! Und schon war die Genauigkeit nicht gut genug. Ich weiß nicht, dass das
Wie viel hat er denn noch? 2619. Na gut. Könnt das noch überstehen. Oh, bitte jetzt nicht bewusstlos werden. Okay, passt. Na schön. Nee. Wir verschwenden da jetzt nicht zu viel. Come on. Kriegen das auf die Reihe. Ich habe mich halt leider durch die Vergiftung jetzt hier mehr ein Handicap gemacht. Wer hat auch ein Handicap jetzt gerade? Ich weiß aber nicht, was genau. Aber es ist halt blöd, dass man dann diese... dass man dann so ein Handicap bekommen kann erst. Finde ich schon bescheuert. Nicht mal mehr einen normalen Lichtziehenstein, gar nichts habe ich. Wir schauen mal mit Vergiftung, ob das funktioniert. Nö, hat nicht geklappt. Leider kein Doppeltreffer. Die Vergiftung hält leider immer noch zu stark an. Leider Gottes habe ich keinen. Kann höchstens einmal mit den Donnersehensteinen mal kurz. Sind die Abwehr senken. Also. Einmal die Abwehr senken hier. Ja, das war's. Ich habe jetzt noch nicht mal meinen Donnersehenstein. Gar nichts. Vielleicht kann ich ihn verwirren. Nope. Leider auch nicht geklappt. Komm schon. Yes! Immerhin, der Doppelschlag hat geklappt. So, Cyrus. Und jetzt abgehen. Oh, ich habe noch genug. Den Blitzschlag hier und er ist down. Puh, geschafft. Hat er gerade mal 200 Erfahrung gegeben. Oh, shit. Geschafft ist aber geschafft. Das Mädchen weiß zu kämpfen. Wie schmeckt dir das, meine Dame? Ist die Rache so süß, wie du es all die Jahre vorgestellt hast? Das war erst der Anfang. Ganz recht. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Geh nach Hause, Mädchen. Geh nach Hause zum Edelhof. Dort wirst du die Wahrheit finden, die du suchst. Falls du stark genug bist, dich hier zu stellen. Primrose. Noch zwei. Jetzt sind noch zwei übrig. Fräulein Primrose, es ist also genauso, wie ich dachte. Ihr habt euch geschworen, Fürst Jeffrey zu rächen. Das habe ich. Da der Meister tot ist, bin ich jetzt frei. Ich bin euch sehr dankbar, meine Herren. Möge der Glaube dein Schild sein. Fräulein Primrose, was ist es denn, woran ihr glaubt? Ich weiß es nicht. Während ich diesen Dolch fest in meinen Händen hielt, habe ich mich das auch immer wieder gefragt. Woran soll ich glauben? Was ist das, was ich tun muss? Wieder und wieder habe ich mich das gefragt.
Und am Ende ist dieser stille Dolch die einzige Antwort, die in meinen leeren Händen verblieben ist. Meinen Vater zu rächen, das ist der alleinige Grund, den ich für meine Existenz finden kann. Das ist alles, woran ich noch glauben kann. Lebe wohl, Ariana. Meine arme Herrin. Oh je. Also verlässt Primrose Stillschnee. Der Weg vor ihr ist noch lang. Zwei Männer warten noch auf den Kuss ihres Dolches. Und sie kennt die nächste Station ihrer Reise bereits. Die Wahrheit liegt in ihrer Heimatstadt Edelhof. Also macht sich auf ins Flachland. Zurück an den Anfang, um dort vielleicht das Ende ihrer Reise zu finden. Okay. Dort begeben wir uns als nächstes hin bei ihrem nächsten Kapitel.